Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Baden-Farmer und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Folge Nummer 2 auf unserem neuen Projekt Neubartelshagen Reloaded. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22 und das Ganze auf der PlayStation 5, nur falls ihr mal fragen solltet. Ja, zweite Folge und eine kurze Zusammenfassung der ersten Folge, während ich hier noch am Dreschen bin unseres neuen Feldes. Feld Nummer 10 haben wir uns gekauft und da starten wir dann nämlich auch darauf und werden auf diesem Feld dann, nachdem wir es hier geerntet haben, dann auch einen neuen Hof bauen. Wir starten als Farmmanager, das heißt, wir haben erstmal keine Grundstücke, keine Felder gehabt. Startportemonnaie sozusagen 1,5 Millionen, dann haben wir alle unsere Fahrzeuge und ja, interessanterweise hier auch Gebäude, die noch in unserem Besitz waren, verkauft. Dann hatten wir etwas mehr als 3 Millionen, haben dann dieses Feld Nummer 10 gekauft für knapp 500.000 und hatten dann 2,8 Millionen rum und dafür haben wir uns einige Geräte gekauft, einige Trecker und Anhänger und einen Ladewagen. Hier den Drescher, den haben wir uns erstmal nur gemietet, weil nach der Ernte werden wir dann erstmal anfangen, den Hof zu bauen. Und anschließend werden wir dann die Felder auch erstmal hier einteilen. Ich zeige es euch ganz kurz hier nochmal in der Übersicht. Das Feld Nummer 10 haben wir gekauft. Hier drüben auf der linken Seite werden wir dann unser Hof bauen. Und dann werden wir dieses Feld, dieses große Feld noch unterteilen. Ich denke in 4 Felder. Und die werden wir dann unterschiedlich bewirtschaften. Ja, das dazu. Jetzt aber erst nochmal ein bisschen. Während wir hier dreschen, fahren wir hier ein Vorgewende, damit wir dann ein bisschen mehr Platz haben mit dem Drescher. Ja, Hafer ist hier auf dem Feld und das werden wir ernten, werden wir es dann einlagern und meines Wissens, ich schaue mal kurz auf die schlaue Liste, Hafer ist der beste Verkaufsmonat, der Januar. Das gleiche werden wir auch machen mit dem Stroh. Stroh werden wir erstmal einlagern, ins Silo bringen und auf dem neuen Hof habe ich ja vor, dann eine kleine Hof-BGA, einen Hoffermenter-Silo zu installieren und dann werden wir das Stroh umwandeln in Silage und anschließend in die BGA kippen und dann damit jede Menge Einnahmen generieren, die uns helfen, über den Winter zu kommen. So. Dann fahren wir auch da runter, bis wir quer auf der Querbahn sind. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Precision Farming. Und heute werden wir auch den ersten Teil oder das erste Wichtige machen für Precision Farming. Sozusagen den Grundstock legen. Und das sind nämlich die Bodenproben. Da kommen wir dann gleich dazu. Denn ihr wisst ja schon aus dem LS19, die Basis ist natürlich zu wissen, welche Böden man hier auf dem Feld hat. Es gibt ja 4 verschiedene, Lehm, sandig, lehmhaltiger, die verschiedenen Bodentypen. Und die beeinflussen ja dann auch, wie viel wir kalken müssen, wie viel wir düngen müssen mit Stickstoff und wie hoch eben dann die Ertragswahrscheinlichkeit ist. So, das müsste jetzt so ungefähr hinkommen. Yep. Setzen wir mal kurz zurück. Und bringen dann hier den Drescher nochmal in die Spur. Ja. Gekauft haben wir uns ja 2 Trecker, einen Fendt und einen Deutz. Den Deutz dann in der Warrior-Ausstattung, damit wir auch ein richtig schönes, schickes Gefährt haben. Beide Trecker sind bei knapp 290-300 PS. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Start. So, den lassen wir jetzt hier den Helfer den Rest abarbeiten.
Und dann können wir uns halt hier mal kurz ums Precision Farming kümmern. So wie ihr seht, hier gibt es ja diese Bodenwerte oder diese Umweltbewertung. Und was wir eigentlich brauchen, das seht ihr auf der rechten Seite, die Bodeninformationen, die verschiedenen Böden, lehmiger Sand, sandiger Lehm, Lehm, schluffiger Ton. Und wir haben hier auf diesem Feld noch keine Bodenproben entnommen. Und normalerweise würde man dazu nehmen, so war es jedenfalls früher noch im LS 19, da gab es dann unter Diverses den Isaria Scout, so heißt das Gerät. Das ist dieses Teil hier. Und mit dem Gerät werden dann die Bodenproben entnommen, werden dann ins Labor geschickt und dann bekommt man dann anschließend für einen kleinen Obolus eben gesagt, welche Art Boden man auf seinem Acker hat. Und dann gibt es eine entsprechende Karte. Ja, das werden wir uns allerdings, der muss abgetankt werden, das werden wir uns allerdings jetzt, da bin ich jetzt mal großzügig, sparen. So, den bringen wir aber erstmal in Position zum Abtanken. Denn es ist ja neu, im LS 22 habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, den entsprechenden Boden oder die Bodeninformation auch direkt zu kaufen. Also das ist jetzt ein sehr, sehr großes Feld. Und da wir ja gut Geld auf dem Konto haben, würde ich mir das jetzt einfach mal gönnen. Das heißt, Pfeil bzw. Dreieck drücken. Hier steht 18,9 Hektar. Wir bräuchten eigentlich, wenn wir hier mit den manuellen Bodenprobenmaschine arbeiten würden, 198 Bodenproben, würde uns 19.800 Euro kosten. Die Servicekosten für, ich sag mal, die Bodenprobenkarte, sodass wir da eben nicht drüber fahren müssen, kostet uns dann nochmal 14.850, sodass wir also diese Bodeninformationen für 34, also knapp 35.000 Euro auch direkt kaufen können. Und ihr wisst ja, Zeit ist Geld. 198 Proben mit dem Traktor da jetzt drüber zu fahren, ich glaube, das können wir uns gönnen. So, und da wird dann auch praktisch die Karte aufgedeckt. Hier seht ihr also, dass wir sehr, sehr viel Lehm hier auf dieser Karte haben. Wir haben hier oben links schluffigen Ton und da unten ein kleines Stückel. Und hier haben wir dann noch sandigen Lehm und ein ganz klein bisschen lehmiger Sand. Okay, das dazu. Also das heißt, für Precision Farming haben wir jetzt schon mal den Grundstock gelegt. Wir wissen, welche Böden wir hier auf dieser Fläche haben. Und wenn wir dann eben entsprechend kalken, wenn wir entsprechend düngen, hilft uns das natürlich weiter. So, wenn ich hier aussteige, müsste er mir das jetzt auch hier schon anzeigen. Genau, da unten rechts sehen wir sandiger Lehm, pH-Wert 6. Da muss auf jeden Fall ein bisschen nachgearbeitet werden und wie ihr seht, Stickstoff 0 Kilo. Das Ganze kann man dann auch hier sehen in der Übersicht. Hier sieht man also die verschiedenen Farben für die verschiedenen pH-Werte und den pH-Wert anpassen können wir dann eben, indem wir die Fläche kalken. Hier haben wir die Stickstoffwerte extrem rot, also man sieht hier ist fast nirgends Stickstoff ausgebracht. Also da werden wir dann später noch ein bisschen nacharbeiten müssen dann, wenn wir die entsprechenden Felder einsehen. So, Ertrag haben wir natürlich hier auch schon eine Anzeige, weil wir ja mit dem Drescher drüber gefahren sind. Das Feld war, glaube ich, nicht gedüngt und das Feld war auch mit sehr viel Unkraut. Also das heißt, die Ertragswerte sind natürlich hier nicht besonders gut. Saatstärke ist übrigens auch neu hier im Precision Farming LS22. Also es macht jetzt auch einen Unterschied, wie viel Saat man ausbringen muss, beziehungsweise der Boden beeinflusst eben auch, wie viel Saat ausgebracht werden muss, damit eben entsprechend die Saat auch aufgehen kann. Okay, soweit so gut. Wir gehen in unseren Abfahrer. Und werden jetzt erstmal den Drescher abtanken. Ja. Unser Fendt 930. So, dann unter das Rohr und wir tanken ab.
So, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Zeitraffer dazwischen, während wir hier noch das Feld abernten und damit ihr natürlich auch einen kleinen Cliffhammer habt für nach dem Zeitraffer, so circa 2 bis 3 Minuten. Hier der kleine Cliffhanger, denn ihr wisst ja, die 3 Fragezeichen und das Geheimnis der verschwundenen Paletten. Dafür gibt es ja eine Lösung, dafür gibt es interessante Informationen, die gibt es nach dem Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, hallo, da sind wir wieder. So, das war der Zeitraffer und jetzt kommt die kleine Auflösung für unseren Cliffhanger. Die 3 Fragezeichen und das Geheimnis der verschwundenen Paletten. Der eine oder andere wird das wohl schon gemerkt haben, nach dem Update 1.4 gab es wohl die kleine Veränderung, dass Paletten nicht mehr gespawnt sind. Und hier kann ich nur empfehlen, da gibt es ein schönes Video, das das auch erklärt, auf dem YouTube-Kanal von Oma Tanner. Da solltet ihr mal vorbeischauen. Die hat da entsprechend ein YouTube-Video gemacht und erklärt, was da Sache ist. Letztendlich wurde mit dem Update 1.4 die Anzahl der Paletten deutlich reduziert, die halt eben gleichzeitig auf der Map spawnen dürfen. Das Ganze ist ein Performance-Problem oder beziehungsweise es soll ein Performance-Problem beheben, ähnlich wie eben auch mit den Ballen, den Stroh, den Heuballen und so weiter. Da ist ja auch eine gewisse, da gibt es ja auch eine Begrenzung. Man kann also nicht unendlich viele Strohballen und Heuballen auf der Map haben, sondern irgendwann kommt dann die Meldung, dass es zu viel sind und dann müssen welche verkauft werden. Und genauso verhält es sich mit den Paletten. Und da gab es dann eben wohl auf Twitter dann eine Nachricht, wo man sich dann auch ein bisschen entschuldigt hat von Giants aus, dass eben in der Patchnote 1.4 nicht erwähnt wurde, dass diese Ballenlimits eingeführt wurden, und zwar für den PC 100 und für die Konsole 50 Paletten. Also das heißt, im Moment können ausschließlich auf der Konsole 50 Paletten gleichzeitig spawnen. Danach kommt eben eine Meldung, dass keine Paletten mehr produziert werden können. Das beeinflusst nicht die eigentliche Produktion, die geht weiter, aber wie gesagt, man hat dann keine Paletten und Spieler, die halt gerne die Paletten hin und her schieben, die haben dann halt eben bemerkt, dass keine Paletten mehr spawnen. Der Grund, die Paletten bestehen aus sehr, sehr, sehr vielen Polygonen und die müssen berechnet werden, teilweise eben wie zum Beispiel bei den Eierkartons und da. Ja, das mit dem Verkehr, das muss ich mir nochmal überlegen. Es ist eine einzige Straße hier auf der Map und da ist extrem viel Verkehr. Man könnte fast meinen, wie auf der Autobahn. Ja, und der fährt nicht weiter, sondern bleibt halt auch stehen. So, jetzt ist es mir aber gerade egal. Jetzt drängle ich mich hier rein. So,
Kommen wir auf die Paletten zurück und die Polygone. Da ist nämlich teilweise es so, dass ja die Eier oder die Eierkartons, da ist fast jedes einzelne Ei ein Objekt und die Polygone-Anzahl explodiert sozusagen mit den ganzen Eierkartons und Computer und Konsolen, die halt eben nicht ganz so stark ausgestattet sind, PlayStation 4 zum Beispiel, die geraten da dann halt schnell an ihr Limit. Deswegen wurde hier mit dem Patch bzw. mit dem Update 1.4 diese Anzahl limitiert. Sie soll auch wieder erhöht werden, aber auch erst wieder mit dem nächsten Update. Das heißt also nicht in den nächsten paar Wochen, sondern mit dem nächsten Update, das höchstwahrscheinlich, ich denke so, ja, August oder um den Dreh rum wohl kommen wird für den Landwirtschaftssimulator 22. Aber hier nochmal der Hinweis, geht gerne mal auf den YouTube-Kanal von Oma Tanna. So, das Ding hier muss man jedes Mal ausklappen. Jetzt ist es ausgeklappt. Jetzt ist es ausgeklappt. So, geht aber gerne auf den YouTube-Kanal von Oma Tanna. Sie hat dann eben ein sehr schönes Video gemacht, wo das alles genau erklärt wird mit den Paletten und mit diesem Palettenlimit. Und sie hat auch gestern, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Video gebracht und hat selbst einen kleinen Mod geschrieben. Sozusagen eine Art Palettenlager hat sie eingerichtet. Und um dieses Problem erstmal zu umgehen, damit man nämlich die Paletten virtuell in einem Lager abladen kann. Ansonsten, wenn ihr weiterspielen wollt mit Paletten, dann solltet ihr halt umstellen auf nicht mehr behalten, sondern am besten gleich verteilen oder die Paletten direkt verkaufen. Auch das soll dann eben helfen, dass ihr da weniger Probleme habt mit diesem Update und der Palettenproblematik. Das also die kleine Auflösung zu dem Thema mit den Paletten. Okay. Wir sind schon wieder kräftig vorangeschritten mit der Zeit und da soll es dann auch schon wieder für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier bei unserem Projekt Neue Bartelshagen Reloaded. Wir werden hier noch einiges, wie ihr seht, abarbeiten müssen, bis wir das Feld abgeerntet haben. Nichtsdestoweniger, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge, zur dritten, auch wieder einschaltet. Bis dahin bleibe ich euer Baden-Farmer. Bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Cheerio.